Ja, ich sag mal, Frage von Peter war ja, lohnt sich jetzt mal unabhängig von dieser Debatte hier, stimmt die Dividendenrendite, wäre ein VW ein gutes Investment? Und ich würde es gerne ein bisschen ausweiten. Ich komme nämlich zum Ergebnis, VW ist kein gutes Investment für mich. Das wäre Und spannend. dass wir es vielleicht ein bisschen ausweiten, was gibt es im deutschen Markt für Alternativen? Das Und wäre so für mich das ich Thema. habe das noch bei Obermatt auch nachgeschaut. VW ist dort nicht schlecht bewertet. Dass wir das vielleicht etwas vergleichen können, deine Genau, also Aussagen. deswegen. Also Obermatt hier, die Value-Ränge, oder? Die sind hier, die Value-Ränge, die sind jetzt alle sehr grün. Also, Genau, ja. das war eigentlich der Grund, warum ich dann angefragt habe, weil ich hier hochgrün gesehen habe. Das muss ja interessant sein. Plus diese Dividende, da war ich begeistert eigentlich vom Titel. Was haben wir Und hier bei Obermatt für eine Dividende? Ja, aus 70, ne? Ja, ja, gut. Ja. gute Dividende, oder? Ja, das ist die Situation bei Obermatt. Also mit 83, was ist da? Combined ist 48, das heißt, die Savity ist das Problem. Was ist das Problem? Safety. Ja, die Save, die Safety, sorry, Ja, genau. die Safety, die zieht den Titel runter, weil und das hier kannst du das etwas ausführen. Ja, also was bei Volkswagen der Fall ist, ist, dass sie relativ eine hohe Verschuldung haben. Und dass sie aufgrund des aktuellen Gewinnniveaus lange brauchen, bis sie diese Schulden zurückbezahlen können. Volkswagen ist ein spezieller Titel, weil der gehört ja auch noch dem Land, oder wo Volkswagen steht, oder? Hilf mir, Uwe. Das gehört zu einem Genau. Teil diesem Land, oder? Genau, es ist also so, das Land Niedersachsen mit dem Ministerpräsidenten persönlich, der im Aufsichtsrat sitzt, hat eine Kapitalbeteiligung an den Stammaktien von 20%. Es gibt aber ein sogenanntes VW-Gesetz, was vor einigen Jahren mal lange Debatte auch vor dem Europäischen Gerichtshof war, ist das rechtmäßig, dieses Gesetz, Aktienanteil, ein Stimmrechtsanteil von 25,01%. Und damit eine Schachtelbeteiligung kann also wichtige Entscheidungen zumindest verhindern. Und deswegen hat das Land eine sehr starke Stellung und auch die Mitbestimmung im Aufsichtsrat ist sehr arbeitnehmerfreundlich. Auch das ist ein Spezifikum von VW. Und dadurch kann man sagen, dass, weil das Land Niedersachsen ist SPD regiert standardmäßig, kann man sagen, dass die Arbeitnehmerseite eigentlich alle wichtigen Entscheidungen bei VW determiniert. Und deswegen jetzt auch diese intensive Diskussion im Augenblick mit Herrn Diess, Vorstandsvorsitzender, der ja von VW kam, aus meiner Sicht exzellenter Automotive-CEO, der aber natürlich gesagt hat, pass mal auf, 200 Kilometer von Wolfsburg entfernt baut Elon Musk ein Werk in Grünheide. Und er produziert ein Auto, ich sage es jetzt mal ins Unreine, zu der Hälfte der Kosten, die wir hier in Wolfsburg haben. Und wir müssen 30.000 Leute in Wolfsburg von der Belegschaft abbauen. Und das hat natürlich einen Aufschrei nach sich gezogen. Es gibt eine neue Betriebsratsvorsitzende, Frau Carvalho, und er musste seine Investorenreise absagen nach USA und die schon lange geplant war. Er musste zur Betriebsversammlung und gestern gab es die Entscheidung jetzt, Herr Diess darf bleiben. Ich komme gleich zu den Gründen mit zwei Sätzen, aber er wird ein Stück weit entmachtet. Er bekommt einen VW-Markenvorstand zusätzlich, also in den Vorstand von der Home Holding und er muss das China-Geschäft abgeben in der Verantwortung. Und das ist, naja, also man sieht da dran, und er musste eine Investition in der Größenordnung, um den Herrn Weil, den Ministerpräsidenten von Niedersachsen, gnädig zu stimmen. Dort sind im März Wahlen in Höhe von 159 Milliarden Euro ankündigen.
was auch für VW eine große Summe ist. Und vor allen Dingen werden diese Investitionen in Niedersachsen getätigt. Also schon sehr merkwürdig, sage ich mal. Die Eigentümerstruktur ist insofern natürlich interessant, wenn wir uns die Stimmrechte angucken. Eigentümer eigentlich mit dem größten Anteil, es gibt einen relativ großen Anteil von Katar an VW, aber auch stimmberechtigt. Aber der Haupteigentümer mit 50, irgendwas ist halt die Porsche AG oder Porsche SE in dem Fall. Es ist eine europäische Aktiengesellschaft. Und da haben die Familien Porsche und Piëch ihre Interessen drin gebündelt. Das Interessante ist, die Porsche SE ist auch ein DAX-Unternehmen. By the way, Hermann, auch noch ein kleiner Fehler, den du auch noch korrigieren müsstest, wenn du die bei Obermatt suchst, wird die als super small oder small, small geführt. Das ist auch sehr irreführend. Das ist ein DAX-Unternehmen, was aber als Holding halt nur 950 Mitarbeiter oder so hat. Aber du würdest ja auch nicht eine Berkshire Hathaway als Small wahrscheinlich klassifizieren. Also da müssten wir auch mal reingucken, weil ich filter oft auf XXL. Aber das ist der Eigentümer des VW-Konzerns. Und jetzt gibt es Pläne, dass man muss da sehr aufpassen. Also es ist die Porsche SE, das ist im Prinzip der Mehrheitseigentümer von Volkswagen. Beide im DAX notiert, also von den 40 Unternehmen ist zweimal VW sozusagen enthalten. Einmal als Porsche SE und einmal als VW AG. Auch die Porsche-Aktien sind rein stimmrechtslose Vorzugsaktien. Auch das muss man immer im Hinterkopf behalten. Also Eigentümerwechsel und sowas hat man nichts davon als Vorzugsaktionär. Und jetzt gibt es Pläne seit wenigen Tagen, dass VW die Porsche als Marke, ist ja eine der 12 Marken oder so im VW-Konzern, separat auch an die Börse bringen will. Aber hat nichts mit der Porsche SE als Eigentümer, als Interessenbündelung der vier Familien Piëch und Porsche mit zu tun. Und an dieser Firma möchte sich die Firma, die Porsche SE, also die Piëchs und die Porsche, möchten sich, wenn das passiert, auch beteiligen mit einem nennenswerten Anteil. Und sind wohl, so sagen, ist alles Gerüchte, die ich jetzt erzähle, sind wohl bereit, sich vor diesem Hintergrund von einem Teil ihrer VW-Aktien zu trennen, sodass sie dann daran nicht mehr die Mehrheit hätten, also unter 50% fallen würden. Und das war der Grund, als dieses Gerücht vor wenigen Tagen in die Öffentlichkeit kam, dass die VW-Aktie diesen Kurssprung um 10% an einem Tag und seither ging das, glaube ich, sogar noch ein Stück weiter, dann gemacht hat. Also das nur mal so ein kleiner Hintergrund zum VW-Universum. Man muss einfach im Hinterkopf behalten, wenn man sehr arbeitnehmerfreundlich denkt und sagt, Arbeitnehmer machen bessere Entscheidungen als Shareholders, dann ist VW ein gutes Investment. Wenn man das nicht glaubt, Finger weg. Also nicht ganz zu Ende, vielleicht sage ich noch einen Satz dazu, ist, was Daimler heute macht, diese Aufsplittung PKW und LKW, hat VW schon vor, glaube ich, 2 Jahren gemacht. Und sie haben ja auch im Konzern eine Truck-and-Bus-Sparte gehabt. Dazu gehören MAN, dazu gehört Scania, Neoplan bei Bussen und Navistar in USA, glaube ich. Ne? Und die haben sie abgesplittet unter der Firma Traton, die sich börsenmäßig nicht gut entwickelt hat, warum auch immer. Aber die habe ich mir dann auch nochmal angeguckt. Und da muss ich sagen, die wäre dann auch an dich, Peter, wäre, glaube ich, sogar tatsächlich unter Dividendenaspekten und auch unter Obermatt drängen gar nicht schlecht. Und deswegen, den Satz wollte ich deswegen noch anfügen. Ist das was ist das jetzt für ein Unternehmen? Deutsch oder? Das ist im Prinzip, was Daimler heute macht mit Daimler Truck and Bus. Ist amerikanisch?
bei VW, die Firma Traton seit 2 Jahren, also MAN, Scania, Neoplan, so als vielleicht, wenn die die mal. Also es ist in Euro, ist die in Euro, die Aktie? Mhm. Und die ist, glaube ich, im MDAX, wenn ich es richtig weiß, notiert. Und die hat, glaube ich, auch gute Obermatt-Ränge. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber das wäre für mich und auch unter Dividendenaspekten, das wollte ich deswegen noch anfügen, vielleicht, wenn du schon ins VW-Universum einsteigen möchtest, vielleicht sogar die gescheitere Alternative als die Kernmarke VW, weil die einfach value-mäßig zurückgeblieben ist. Also grundsätzlich... Oder was mir dazu einfällt, ist letzten Endes hat man gewisse Sicherheiten als Eigentümer. Also egal, was die jetzt machen mit der Strukturierung der Unternehmen, verschieben die nicht Geld weg von deinen Aktien zu anderen Aktien, sondern es gibt hier Marktwerte, die genau geprüft werden. Von dem her ist es eine Frage, willst du in das Geschäft von Volkswagen investieren? Offenbar kannst du das über Porsche auch machen, weil das die Holding ist, oder direkt in Volkswagen. Also für mich ist das relativ nahe beieinander, außer die Märkte würden sich komplett irren in der Bewertung dieser Beteiligungen. Genau. Es ist also wirklich eher die Frage, also eine Frage ist sicher das mit den Gewerkschaften, oder? Das hat Uwe angesprochen, ob das grundsätzlich eine gute Idee ist, in Unternehmen zu investieren, die stark von Gewerkschaften dominiert sind. Und das Zweite ist, glaubst du an das Geschäft von Volkswagen, das ja auch Porsche, das die Automarke Porsche beinhaltet? Das, finde ich, ist die wichtige Frage. Was mich dann noch interessieren würde, Hermann, ob du noch was einblenden könntest, diese Sicherheit, dass wir das noch etwas genauer anschauen könnten, was dahinter steckt. Ja, bei der Sicherheit und die Frage, ist eben schwierig abzuklären. Da müssten wir genauer analysieren. Oder was wir hier sehen im Prinzip, wenn ich jetzt Obermatt-Kunde wäre, aufgrund von Growth Value, da müsste ich eigentlich kaufen. Oder? Ja, genau. Und Savity zieht das Ganze runter und mir ist jetzt mal gerade Volkswagen, scheint mir ja ein sicherer Konzern zu sein. Der ist ja so, sogar staatlich ist der ja überwacht. Also der kann ja praktisch nicht bankrott gehen, oder? Genau. Und trotzdem also, sind die Werte ja so schlecht. Oder es war ja auch historisch immer so. Also es ist durchaus möglich, dass du ein Unternehmen hast, das aufgrund von Dingen, die aus der Bilanz nicht ersichtlich sind, sich erlauben kann, eine wesentlich höhere Verschuldung zu fahren, als das andere vergleichbare Unternehmen können. Und das spiegelt sich dann in tieferen Sicherheitsrängen. Also das ist schon möglich. Und das wollte ich auch dort signalisieren mit dem Hinweis auf auf die Eigentümerschaft des Landes. Dass die unter Umständen über Garantien verfügen für diese Schulden, die es erlauben, dass ein wesentlich höherer Verschuldungsgrad verkraftbar ist. Es ist ja auch so, wenn du die Historie anschaust, hat sich die Situation verbessert oder über die Jahre. Mhm. Also ich würde das jetzt in diesem Fall, weil das so wirklich fast ein Staatsunternehmen ist, würde ich mir da nicht so viel Sorgen machen. Ich habe den Eindruck, die verfügen dort über spezielle Garantien, die eben diese hohe Verschuldung rechtfertigen. Um das abschließend zu beurteilen, müsste man das ganz genau anschauen. Warum kann Volkswagen so viel mehr Schulden haben als andere Automobilhersteller? Aufgrund der Bilanz kann ich das nicht sagen. Ja, aber ich würde mir auch keine großen Sorgen machen zu dieser Schuldensituation. Ja, ich meine, das Geschäftsmodell, was du angetönt hast, das ist in der Tat spannend. Und das war das, was Uwe gemeint hat, dass Tesla 200 Kilometer weiter nordwärts, glaube ich, fast zum halben Preis Elektromobile herstellt. Und Volkswagen hat ja kommuniziert, auch vor ein paar Wochen, dass die ganz groß ins Elektroautomobilgeschäft einsteigen, eben mit diesen 160 oder was Milliarden ins Elektroautogeschäft einsteigen wollen. Und die Frage ist natürlich, sind die überhaupt konkurrenzfähig oder werden die nicht?
ist das jetzt nicht dieses Mammut-Syndrom, oder? Dass also eine uralte, na, uralt sind sie ja nicht, sie wurden ja von Hitler ins Leben gerufen, dass eine sehr alte Firma erfolgreich wegstirbt, einfach aufgrund des technologischen Wandels, der momentan stattfindet. Das ist wirklich disruptiv, oder? Das heißt, wenn VW nicht konkurrenzfähiger werden kann mit den Kosten und doppelt so teuer produziert, haben die wirklich keine Chance. Tesla ist ja nur ein Player, es kommen von Amerika jetzt ganz andere große Player, auch von Asien. Und hat VW mit diesen teuren Produktionskosten überhaupt eine Chance? Oder stirbt der Mammut weg? Ja. Dazu kommt natürlich, dass VW einen riesen Exposure in China hat. Und sie leiden auch extrem unter der Supply Chain Krise, Chipmangel. Die sind im Augenblick in Wolfsburg im Fahrzeugproduktionsniveau auf dem Niveau von 1958 wieder angekommen. Wahnsinn. Ja, die Leute sind alle in Kurzarbeit. In den Bilanzen schlägt sich das oft gar nicht nieder, weil sie müssen jetzt keine Rabatte mehr geben. Sie verkaufen nur noch die High-End-Modelle und die Lohnkosten zahlt der Staat. Ja, insofern, aber das ist natürlich nicht nachhaltig, so ein Konstrukt. Ne? Die Bilanz mag gut aussehen. Das kommt bei Obermatt bildlich gesprochen nicht gleich an, was da eigentlich los ist. Aber die haben also sehr schlecht eingekauft, haben da wirklich keine Dual-Vendor-Strategie und so weiter verfolgt. Und man weiß natürlich auch nicht, wie es jetzt geopolitisch mit China weitergeht. Ne? Wenn sich das weiter eskaliert, die Situation mit der Olympiade und diese ganzen Dinge, kann das für VW, also die haben einen riesen Exposure an der Stelle. Nein, würde ich jetzt, das hast du mir jetzt daran erinnert, also das China-Geschäft ist mir zu riskant. Ich weiß, dass die wahnsinnig stark sind in China. Auf der anderen Seite mache ich mir nicht so Sorgen wegen Tesla, weil ich bin der Meinung, dass die Qualität der Teslas lässt viel zu zu wünschen übrig. Und ich glaube, die Deutschen bauen schon bessere Autos. Aber bis jetzt hat man es halt nicht gesehen. Oder das ist ein bisschen ein Problem. Also Schlusswort. Die BMW sind besser, nicht die VW. Ich denke auch, die BMW ist eigentlich das Investment schlecht. Und vielleicht ist auch die gut Obermatt BMW-Aktien und günstig. Ja, die BMW-Aktien, ja. Gell? Also ich würde auch BMW und im LKW-Bereich Traton zur Not von VW. Okay. Kennt man nicht so, die haben schlechte Form. Viel mehr. Viel weniger Refinanzierungsprobleme. BMW. Ja, BMW Besseres, ja. Aber beide haben, und das ist übrigens im Automobilsektor, muss ich noch sagen, haben wir ein bisschen ein Algorithmusproblem, weil die Automobilhersteller sind oft auch Banken. Weißt du? Und das Leasinggeschäft ist natürlich viel, viel kapitalintensiver wie ein Bankengeschäft. Und wenn ich jetzt Automobilhersteller mit einem starken Leasinggeschäft vergleiche mit Automobilhersteller, die kein starkes Leasinggeschäft haben, kriege ich vielleicht eine falsche Leverage-Information.